Das liebe ich an Arne. Er ist jetzt wieder 30 Minuten zu spät. Aber das Gute ist, ich war auch 20 Minuten zu spät und das gleicht sich dann immer ziemlich gut wieder aus. Da ist er, der Eumel. Und macht sich am Auto zu schaffen. Ich glaube, es hat schon jemand seine eigene Sache geklaut oder waren die noch nicht hier drin? Die holen wir gleich ab. Ich hatte keinen Bock, die zu schleppen. Aha, da kommt er, der Trout Commander. Und er hat wieder alles dabei. Wolltest du wieder länger bleiben an der Küste, oder was? Heute angeln wir wieder auf unseren Lieblingszielfisch. Die gute alte Meerforelle. In einem unserer Lieblingsangelländer auf Meerforelle. Ja, also wir denken, wir haben gerade ein bisschen diskutiert, aber die Geburtsstätte der klassischen Meerforellenangelei an der Küste wird wahrscheinlich Dänemark sein. So, das ist wohl das Land, was den meisten anfällt. Ne? Und wir haben das Glück, dass es genau vor unserer Haustür liegt und deshalb fahren wir ganz gerne mal über die Grenze. Wir sind heute auch richtig früh aufgestanden. Nee, eigentlich nicht. Was hältst du von frühem Aufstehen beim Angeln, Arne? Grundsätzlich habe ich da nicht so ein Problem mit. Wenn es denn wirklich vielversprechend ist. Aber da wir jetzt zum Beispiel Herbst haben und es auch langsam wirklich deutlich kälter wird, denke ich eher, dass das nicht unbedingt sein muss. Also erfahrungsgemäß ist es jetzt nicht so für mich, dass es sich herauskristallisiert hat, dass die Morgenstunden um diese Jahreszeit gut sind. Im Sommer wäre es was anderes allerdings. Du bist mir sehr sympathisch, Arne. Ja. Du weißt ja, ich stehe nicht so gerne früh auf. Ja, habe ich mitbekommen. Und ich habe heute Morgen auch so, als du mich dann angerufen hast, so ein bisschen drüber nachgedacht, liegen zu bleiben. Aber dann, kann ich nicht machen. Angeln ist schon geil. Und wenn man dann erstmal wach ist, hat man eh wieder Bock. Aber eigentlich ist auch meine Meinung, also dieses frühe Aufstehen, was immer alle anderen da sagen, das ist eigentlich totaler Quatsch. Entweder man steht wirklich mitten in der Nacht auf, dass man den Sonnenaufgang mitnehmen kann. Ja, genau, den muss man. Genau, weil das ist eigentlich der einzige Bonus, den man morgens hat. Ansonsten hat man einfach mehr Zeit am Wasser und ist vielleicht vor anderen Anglern am Wasser. Aber wirklich, um besser zu fangen, muss man schon den Sonnenaufgang mitnehmen. Das heißt, man kann genauso gut um 9 losfahren, man muss nicht um 6 losfahren, wenn die Sonne um 6 aufgeht, man eh erst um 8 am Spot ist. Das stimmt, ja. Das sind so unsere Erfahrungen auf jeden Fall. Ja. Denke ich auch, dass man das so gut gewissen sagen kann. Immer schön ausschlafen und dann erst angeln. Dann werden auch die Casts besser. Und dann knallt es auch richtig, dann kann man auch richtig feste anhauen. Ja, richtig. Ganz genau. Was macht für dich eigentlich den Reiz beim Meerforellenangeln aus, Arne? Also ich finde es super cool, so einen ganzen Tag an der Küste unterwegs zu sein und sich den Fisch selbst zu erarbeiten. Da gehört ja doch einiges zu und fährt ja nicht einfach so blind los. Das ist was ich ganz, ganz interessant finde. Und dass die Fische im Prinzip alle ganz unterschiedlich aussehen. Die haben ganz unterschiedliche Färbung, ganz unterschiedliche Proportionen. Und das ist nicht so wie beim Angeln zum Beispiel auf Dorsch, wo einfach nur jeder Fisch gleich aussieht und unterschiedlich groß ist. Und man hat natürlich auch ganz unterschiedliche Taktiken und Möglichkeiten, was gerade auch die Fliegenfischerei angeht, auf Meerforellen zu angeln. Das finde ich, das bietet viel. So, finde ich echt super. Ja, ich sehe das ähnlich. Also das Meerforellenangeln ist ein bisschen wie so ein Puzzle zusammensetzen. Man muss ganz viele Sachen abgleichen, also Windrichtung und so weiter und so fort. Hat immer andere Faktoren, die reinspielen. Fische verhalten sich auch nicht immer gleich. Also es ist immer sehr, sehr vielseitig, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Sehr vielseitige Angelei mit super krassen, kampfstarken Fischen auch, die deutlich mehr abgehen als andere Fische und auch schwieriger zu fangen sind einfach. Man hat mehr Aussteiger als bei Dorschangelei und so weiter. Und die sind sehr, sehr, sehr lecker. Das kommt ja auch noch dazu. Also wir nehmen ja auch gerne mal einen Fisch. Wir setzen ja nicht alles zurück, auch wenn es viele Fische sind. Ja. Aber hin und wieder nehmen wir auch wirklich gerne mal einen schönen Küchenfisch mit. Und die schmecken immer top eigentlich. Die schmecken richtig geil. Eigentlich ist die Meerforelle der perfekte Fisch. Finde ich auch. Forellen grundsätzlich eigentlich. Aber Meerforelle ganz besonders, denke ich. Für mich und für dich auch. Okay. Weg, ne? War das der, oder? Ja. So, noch einmal eine kleine Stolperfalle hier und dann... Da sind Dornen, da musst du aufpassen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir den Spot heute für uns haben. Aber das kann richtig geil werden, wenn der Wind später nachlässt und sich alles, oh, und sich
euch alles so ein bisschen abdeckt und die Forellen wieder schwimmen und fressen können. Ja, cool, wenn es jetzt noch dunkel wird. Jetzt haben wir gerade mal eine kleine Ruhepause vom Regen und ich möchte euch ein bisschen was erzählen, wie ihr euch bei harten Bedingungen an der Küste trotzdem eine Meerforelle erarbeiten könnt. Ich habe es heute so gemacht, ich habe mir im Wasser einen guten Standspot gesucht, also wo die Wellen mir nicht so stark zusetzen, wo man ein bisschen weiter rausgehen kann auch, also am besten irgendwie eine kleine Steinmole, wo man ein bisschen weiter rauskommt und die Wellen dann nicht direkt alles in den Schnurkorb reinwischen. Wenn ihr dann weiter draußen seid, könnt ihr versuchen, eine kleine Bucht zu überwerfen. Also ich bin weiter rausgegangen, habe den ein bisschen zur Seite geworfen über die Bucht, weil dort kann man bei eingetrübtem Wasser durchaus noch hin und wieder Meerforellen auch bei solchen Bedingungen sehr gut fangen. Wenn das Wasser so aufgewühlt wie heute ist, dann würde ich wirklich eher knallige Farben bei den Ködern empfehlen. Also wenn ihr jetzt mit der Fliege unterwegs seid, was schön pink ist oder im Herbst auch was oranges, das kann alles wunderbar funktionieren. Und mit der Spinnrute dementsprechende Blinker und Wobbler. So, ich soll jetzt erstmal eine kleine Mittagspause machen. Ich melde mich danach wieder. Ich glaube, da hinten kommt auch schon wieder irgendwo eine Regenwolke. Also bis gleich. Also bei so einem schönen Regenbogen braucht man auch keine Forellen. Oder, Arne? Oder meinst du, heute gibt es etwa eine Rainbow Trout? Da sagt sich gar nichts mehr. Lass mich Ruhe. So Leute, wir haben jetzt schön gegessen. Das Wetter ist leider immer noch ziemlich doof. Auch der schöne Regenbogen konnte es nicht retten. Wir werden jetzt die Notlösung nehmen und einen Spotwechsel einlegen. Wir sind jetzt am zweiten Spot angekommen. Am ersten ging leider nichts. Es wird immer windiger. Ja, hat er recht. Hat er recht. Richtig schöner Herbsttag. Wir hoffen jetzt am zweiten Spot was zu bekommen. Hier habe ich nämlich schon mal letztes Mal, als ich hier war im Herbst, eine knapp 60er Meerforelle gefangen. Das war ganz cool. Ach, sowas steht mir der Sinn heute. Ja, oder aber Hauptfisch wäre auch schon ganz gut. Irgendwas drillen, gucken wir mal. Wir melden uns wieder, wenn was geht. Jo, bis später. Direkt da vorne die dritte Steinmole, die reingeht. Da habe ich direkt an der Steinmole vorbeigezogen, also wirklich einen halben Meter davor. Und da ist die 58er eingestiegen. Und gesehen haben wir die Fische auch direkt da vorne, ein Stück hinter der dritten Steinmole. Da geht es halt richtig tief rein und die sind auch richtig dicht rangekommen, also wirklich so auf der Höhe der Steinmole was. Aber da kannst du auch kaum noch stehen, da stehst du einen halben Meter vorne, das ist schon richtig tief. Müssen wir mal gucken, wie wir da am besten rankommen, wenn das jetzt tief sein sollte da vorne. Dann müssen wir vielleicht nochmal zurück und durch den Wald irgendwo. Mal schauen. Hier kann man auf jeden Fall vom Ufer aus schon die ersten Würfe machen. Also einen viel besseren Leopardengrund als hier wirst du nicht mehr finden. Er muss hier gleich mal gucken mit der Kante, wie geil das hier ist, Alter. Hier ist richtig geil. Hier liegen einfach mal Steine im Wasser, die so 500 Kilo schwer sind. Richtig krass. Aber nicht viel weiter, also so 100 Meter weiter vielleicht noch. Und da lag damals noch ein Baum quer drüber, wo man dich durchkam. Aber heute sieht es besser aus, mal gucken. Aber hier wird es schon richtig tief. Also hier kann ich schon nicht mehr stehen vor dem Stein. Muss gleich mal gucken. Also stehen schon, aber dann läuft es rein. Ne? Also ich würde auch sagen, so die nächsten 200 Meter, das ist richtig gut. Also ab hier vorne ist eigentlich schon optimal. Und die Fische hatten wir auch, wie gesagt, hier so diese Strecke alles hier vorne. Ein Stück weiter auch noch. Ja, mal gucken. Ne? Es war auf jeden Fall genauso kalt wie heute ungefähr. Aber es war angetrübt und der Wind kam leicht auflandig. Aber das muss ja nichts heißen.
nicht mit der Fliegenrute zumindest, hier rüber treiben lässt, musst du dir gleich mal angucken, wie geil das hier aussieht. Muss nur noch Fisch da sein. Jo! Fisch! Ja! Kleine, untermaßig, aber geil. Immerhin, vielleicht sind da noch mehr da. Die große Schwester. Die hol ich mir jetzt. Schauen wir mal, ne? Sehr agil, ja. Mathis und ich haben uns jetzt ins Auto verzogen und es ist doch draußen ein bisschen zu kalt geworden. Das Wetter ist doch ein bisschen ruppiger gewesen als angesagt und als wir uns das so gedacht haben. Immerhin konnten wir am letzten Spot jetzt noch ein bisschen windstillere Bedingungen vorfinden und ja, glücklicherweise konnte ich dann auch entschneidert werden, sodass wir jeder mit einer kleinen gefangenen Forelle im Fangbuch den Angeltag abschließen können. Ja, schönes Erlebnis. Meine auf Polar Magnus, deine auf? Eine Garnele hatte ich dran und ja, waren halt beides keine großen Fische, aber bei den Bedingungen denke ich, okay. Ja, und Hauptsache was am Band gehabt, ne? Also wir haben uns ja richtig durchgekämpft heute. Das war ja teilweise also halbe Meter hohe Wellen. Also das war schon ordentlich heute. Und richtig kalt am Ende auch noch. Die Finger waren nicht mehr wirklich zu spüren am Ende, aber so ist es dann halt. Immerhin konnten wir da noch ein bisschen was erwischen und war trotzdem ein schöner Tag an der Küste. Frische Luft gab es genug und jetzt geht's nach Hause an warmen Ofen. Ja. Also, beim nächsten Mal seid ihr wieder dabei und dann knallt's richtig. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, kommentieren, liken und gerne immer abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.